Geschichte vom Schneewittchen. Et war einmal für eine lange, lange Zeit ein Mädchen. Sein Haut war weiß wie Schnee, sein Haar schwarz wie Ebenholz und sein Lippen so rot wie Blut. Und dafür wurde Schneewittchen genannt. Schneewittchen hat eine Stiefmam, die war immens jalous auf hat. Sie wäre auch gern so schön gewesen wie hat. Weil wenn Schneewittchen mich groß gehen ist, was hat immer mich schön gehen ist. Und weil sie aber die schönst wollt sehen, hat sie eines Tages der Geher gerufen und zu ihm gesagt, bringt Schneewittchen ganz weit weg an den Deven Deve Busch und mach hat du dort. Der Geher aber hat das nicht fertig gebracht. Hier hat Schneewittchen laufen gelassen. Und hier sagt, lauf weide wasch, so weit wie es denn immer kannst, und komm nie mehr zurück. Schneewittchen hat das gemacht. Ganz, ganz weide wasch, bis er dabei mal ein kleines Häuschen gesehen hat. Hat er sein Häuschen rausgegangen? Und was er da gesehen hat, war sieben kleine Tellerchen. Sieben kleine Löffelchen, sieben kleine Fuchschatten, sieben Messeren, sieben Bäscheren und sieben kleine Bäterchen. Weil Schneewittchen von dem weiten Weg so hungrig mit war, hat er von all Tellerchen ein bisschen etwas gegessen. Wie fertig war, hat er sich an einen von den Bäterchen gelohnt und das Day war fast angeschlafen. Weil die sieben kleinen Zwergen von der Arbeit heimkommen, da haben sie gestaunt. Der Nächste hat gesagt, wieso so auf meinem Stuhl? Den Zweiten hat gefragt, wen hat da von meinem Tellerchen gies? Den Dritten hat gefragt, wen hat steckt von meinem Brötchen geholt? Der Vierten hat gefragt, wen hat von meinem Gemäß stibitzt? Die Fünften hat gefroht, wen hat mein Fuchschat benutzt? Die Sechsten hat gefroht, wen hat mit meinem Messer geschnitten? Die Siebenten hat gefroht, wen hat aus meinem Bäscher getrunken? Ob einmal gucken sie rüber, als sie gesehen, wie du in der lange Weh über ihre Bäder leid. Du hast sie Schneewittchen entdeckt. Schneewittchen aus Wagrisch gehen, hat hört ihnen alles erzählt, was geschieht ist. Darüber hin und Zwerge gemeint, mir wann das so ist. Kannst du uns vielleicht ein bisschen hier am Stuhl helfen und dafür darfst du für immer bei uns wohnen bleiben. Und so haben sie das gemacht. Eines Tages hat die beiden Stiefmam ihre Spiegel ausgepackt und sie fragt, Spiegel, Spiegel, an der Wand. Wen ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel sagt, dir, Frau Königin, dir sieht die Schönste. Mit Schneewittchen haben die sieben Bücher bei den sieben Zwergen als noch viel mehr schön wie dir. Das kann Stiefmam ja gar nicht erdrohen. Sie hat sich als Aalfrau verkleidet. Sie hat den Kamm geholt, den sie verhext hat. Und hast du hingegangen. Schneewittchen konnt gar nicht träumen, was gif geschehen. Die Aalfrau sagt, los mich den Haar kommen. Schneewittchen hat sich nicht dabei geduscht. Sie hat ihr Haar gekämmt, mir sobald er kam wieder zu den Haar kam, aus hat ihm gefallen. Sie hat geduscht, los ihn nicht dem Schneewittchen für immer los. Aber wie Zwergen heimkommen, haben sie hat die Leute gesehen. Schnell haben Zwergen ihm den Kamm aus den Hohen rausgeholt und Schneewittchen aus ihm erwischt. Sie waren erleichtert. Medibays Stiefmam wollte auf Nummer sicher gehen. Römerkeier hat sie ihre Spiegel ausgepackt und gefragt: Spiegel, Spiegel an der Wand.
wen ist die schönste am ganzen Land? Der Spiegel sagt, dir, Frau Königin, dir sieht die schönst. Mit Schneewittchen ist noch tausendmal so schön. Königin aus Rosegin, sie hat das gut nicht verdrohen. Römmenkeier hat sie sich als Elfrau verkleidet, anderskeier hat sie einen Apfel mitgeholt. Es war kein normaler Apfel, es war ein vergifteter Apfel. Als Elfrau ist sie dann bei Schneewittchen gegangen und hat ihm den Apfel gegeben. Er hat sich nicht direkt getraut, aber sie sagt, komm, stehlen den Apfel, die einhalten das für mich und die anderen für dich. Da gesagt, dass sie nicht vergiftet das. So haben sie es gemacht. Mir sobald Schneewittchen dran gebast hat, ist ihm der Bissen am Hals hängen geblieben und hat das umgefallen. Königin ist heimgegangen und hat ihre Spiegel nach ein Keier gefroht. Lo endlich hat der Spiegel hier das gesagt, was sie hören wollte. Nämlich, dass sie ganz allein die schönste am ganzen Land wäre.